Wir wollen jetzt klären, ob Braunschweig heute durch einen Torklau hier den Sieg einfahren konnte. André Meyer, wie haben Sie diese Szene gesehen, das hallische Tor? Für mich ist es ein klares Tor, dass die Schiedsrichter 3 Minuten brauchen, um die Situation zu analysieren. Zeigt ja schon, dass sie keinen klaren Blick drauf haben. Die Bilder zeigen, dass es ein klares Tor ist. Für dieses Spiel Wahnsinn, so eine Entscheidung zu treffen. Der Schiedsrichter Franz Buchhoff ging aber ja zu ihm, hat ihm irgendwas erzählt. Was hat er Ihnen erklärt? Er hat uns erklärt, dass er die Zeit genutzt hat, um mit seinem Linienrichter zu philosophieren über die Situation. Ich bin kein Freund davon, über Schiedsrichterentscheidungen zu diskutieren. Aber so eine Nummer, ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Was macht das jetzt mit Ihrem Debüt hier beim Halle-Schlepp? Das Debüt bleibt gleich. Mich freut es für die Mannschaft, dass sie so ein Spiel hingelegt hat, vor allem in der zweiten Halbzeit. Eine Riesenmoral, das was fehlt, ist das Ergebnis, die Belohnung dafür. Darum geht's. Aber wenn du zum Schluss gegen den Schiedsrichter spielen musst, wird es natürlich kompliziert. Wie mühsam wird denn das hier, dieser Abstiegskampf in der dritten Liga? Was heißt Abstiegskampf? Wir spielen auch um den neuen Weg. Wir wollen neue Reize setzen. Wir wollen einen neuen Weg definieren. Und das geht von Wochenende zu Wochenende. Und dann setzen wir am Dienstag wieder an. Aber Fakt ist, wir müssen mehr Punkte sammeln. Viel Erfolg weiterhin. Herzlichen Dank, André Meyer. André Meyer, also mit klaren Worten zu dieser besonderen Situation hier und diesem möglichen Torklau von Halle-Schlepp FC.